Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. So, dann aus dem Presseraum Ihnen allen herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des SVW in Wiesbaden gegen Dynamo Dresden. Wir fangen wie gewohnt mit unserem Teil an. Rüdiger, ich darf dich um dein Statement zum heutigen Spiel bitten. Ja, erstmal ist es natürlich extrem bitter für uns und Glückwünsche müssen wir nach Dresden schicken. Ich glaube, wir haben ein Spiel abgeliefert, mit dem wir im Endeffekt leben können von der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Aber das Ergebnis ist natürlich katastrophal für uns. Wir hatten einen Rückschlag direkt am Anfang mit diesem Eigentor, was natürlich sehr, sehr ärgerlich war, wo wir aber überhaupt uns nicht anmerken haben lassen, dass es uns schockt, sondern wo wir sofort die Ärmel hochgekrempelt haben, versucht haben, dagegen zu halten, versucht haben, den Gegner in Bewegung zu bringen, ja, unsere Situationen zu erspielen. Und das ist uns gelungen, haben dann den Ausgleich gemacht, kurz danach das 2-1, haben das Spiel gedreht, haben alles unter Kontrolle, müssen unbedingt das nächste Tor nachlegen. Das haben wir nicht geschafft und den Vorwurf müssen wir uns machen. Ja, trotz unserer zahlreichen Chancen, die wir hatten, war natürlich auch ein extrem guter Torhüter auf der anderen Seite im Tor, der die Dresdner im Spiel gehalten hat. Und dann haben wir den Gegner noch mal kurz vor der Halbzeit aufgebaut, indem wir ihnen den Ausgleich gegeben haben. Aber auch eine sehr schöne Aktion, muss man sagen, mit Patrick Schmidt, der in den Kopfball reingeht, nach der Flanke von Löwe und trifft dann das lange Eck. Sicherlich sehr, sehr unerwartet für den Verlauf der ersten Halbzeit, aber so ist Fußball und das Ergebnis zählt am Ende. Und nicht, ob ich mehr Torchancen, mehr Flanken, mehr Ecken oder Ballbesitz habe, sondern das Ergebnis. Und das war nun mal zur Halbzeit 2-2. Ja, und wir waren damit natürlich nicht zufrieden, weil wir eigentlich eine bessere Leistung gebracht haben. Mussten uns dann im Endeffekt in der zweiten Halbzeit wieder versuchen, den Kopf wieder frei zu kriegen, wieder aufzurichten, um in der zweiten Halbzeit dann weiter Druck zu machen. Das ist uns auch wieder gelungen. Wir hatten wieder zahlreiche Torchancen, die wir hätten nutzen müssen. Und diesen Vorwurf müssen wir uns machen, dass wir das heute nicht getan haben. Und dann kam der Lucky Punch am Ende und der Knockout. Und das tut uns natürlich extrem weh. Nichtsdestotrotz müssen wir gucken, dass wir genau so weitermachen, was die Leistung angeht. Aber wir müssen eben effizienter vorm Tor sowohl in die eine als auch in die andere Richtung werden. Und dann haben wir auch Chancen, in dieser Liga ein Spiel zu gewinnen. Wenn wir das nicht werden, dann haben wir keine Chance, in dieser Liga diese Spiele zu gewinnen. Und das war jetzt nicht das erste Mal, sondern es ist mehrfach vorgekommen. Und da müssen wir uns eben gucken, dass wir uns stabilisieren, um wirklich auch am Ende dieses Ziel, was wir haben, das ist die Klasse zu erhalten, zu schaffen. Ja, aber den Kopf werden wir nicht in den Sand stecken, wir werden nicht aufgeben, wir halten immer zusammen, wir werden dieses Ding versuchen bis zum Schluss zu meistern und wir werden versuchen natürlich auch die Köpfe wieder hochzunehmen ab Montag und uns auf das Spiel in Kiel vorzubereiten, ja, was sicherlich kein einfaches wird, aber mit der Leistung von heute haben wir da sicherlich auch eine Chance. Vielen Dank bis hierhin. Wir haben zwei Nachfragen bekommen. Zum einen Alex Schlögel vom SID fragt nach dem kurzfristigen Ausfall von Jere Lorch beim Warmmachen. Ja, er hat Schwindelgefühle gehabt, hat sich nicht gut gefühlt, hat einen Brechreiz gehabt und das macht keinen Sinn, wenn ein Spieler nicht bei 100% ist in so einem Spiel. Genauso war es bei Sebastian Brovca. Der hat gestern im Abschlusstraining dann angezeigt, dass er nicht ganz schmerzfrei ist und ich kann keinen Spieler heute aufs Feld schicken bei so einem Spiel, bei so einem wichtigen Spiel, der nicht ganz schmerzfrei war, der nicht bei 100% ist. Und deswegen haben wir dann nochmal schnell getauscht oder mussten tauschen heute. Und Mo Kuhn hat ja seine Sache auch ganz gut gemacht. Und ich hoffe, dass Jere Lorch sich schnell wieder stabilisiert. Die zweite Frage kommt von Stefan Krezelius vom Wiesbadener Kurier. Er fragt, wie erholt man sich von so einer Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten? Indem man den Kopf wieder hochnimmt, weitermacht, Arbeit macht, ja, versucht sich weiterzuentwickeln, weiter zu verbessern. Das ist ja nicht unser erster Nackenschlag in den letzten 3 Jahren, ja, sondern wir haben schon einige Nackenschläge gehabt und auch immer wieder verarbeitet und immer wieder gemeinsam versucht, uns aus diesen Situationen rauszuziehen. Und das wird uns, werden wir auch diesmal wieder versuchen und ich bin mir auch sicher, dass wir eine Chance bekommen, um es da auch wieder rauszuziehen, weil mit der Leistung, die wir heute gebracht haben, musst du im Endeffekt Spiele gewinnen. Haben wir heute nicht getan und das müssen wir uns vorwerfen. Dann vielen Dank dir. Wir machen fliegenden Wechsel und in Kürze mit den Statements des Gastes weiter. Bis gleich. So, hallo und herzlich willkommen zum Teil 2 der Pressekonferenz hier aus der Brita Arena. Markus Kocinski, Cheftrainer von Dynamo Dresden, sitzt davon. Wie fällt dein Fazit aus nach der 3-2 Auswärtssieg hier in Wiesbaden? Ja, wir waren eigentlich gut im Spiel von Beginn an. Haben schon vor dem Tor, was wir durch die gute Flanke erzwungen haben, auch schon 1-2 gute Angriffe gehabt. Im Ballbesitz sehr gut gewesen. Haben da wirklich sehr kontrolliert gespielt. Und dann mit dem Fehler von Ehle
der dann das Tor quasi auflegt, haben wir total den Faden verloren. Wir haben den Rhythmus verloren, diese Mischung zwischen Ballbesitz und vielleicht lange Bälle zusammen kompakt mal drüber spielen, die wir uns vorgenommen haben, war man über den Haufen geworfen. Wien Wiesbaden hat sehr viel Druck gemacht. Auch in der Phase hat man gemerkt, dass wir dieses Stehvermögen noch nicht haben in diesen Tempophasen, dass wir wirklich Zeit gebraucht haben, haben in dieser Phase auch Glück, nachdem Wien Wiesbaden 2 Tore gemacht hat, hätte auch mit Sicherheit, so wie Rüdiger es gesagt hat, auch gerne noch ein Tor mehr fallen können. In dieser Situation haben wir mit Sicherheit Glück gehabt. Wir haben dann taktisch umgestellt in der zweiten Halbzeit, um andere Räume zu verteidigen, um andere Räume anzubieten und um selber erstmal besser zu stehen. In diesem Schlagabtausch waren die Räume für uns zu groß. Die können wir im Moment in unserer Verfassung nicht bespielen und haben dann einfach Probleme gehabt. Und deswegen haben wir uns entschieden, taktisch umzustellen. Dadurch war der Zugriff auf jeden Fall besser. Wir haben nicht mehr so viel zugelassen, haben nach vorne immer mal wieder für Entlastung gesorgt, haben das Spiel ein bisschen mehr in den Griff bekommen und hatten schon das Gefühl in der Halbzeit, nach dem Tor von Schmidi dann auch kurz vor der Halbzeit, das war wirklich für uns nochmal so ein Gefühl, boah, wenn du das überstehst und so eine Druckphase überstehst, dann kannst du das auch gewinnen. Wir haben da schon das Gefühl gehabt in der Kabine, egal. Und wenn wir in Wiesbaden den Tick besser ist, weil wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, was uns noch fehlt, hat man das Gefühl, wir bleiben hier gefährlich, wir können hier ein Tor machen. Und das hat dann natürlich Simon, der bis dahin, glaube ich, kein gutes Spiel gemacht hat, der hat schon deutlich bessere Spiele für uns gemacht, hat er dann bewiesen, was er für ein Torjäger ist, dann kurz vor Schluss dann auch wirklich so abzuschließen und für uns natürlich immens wichtig zu zeigen, dass wir leben, dass wir dran sind, dass wir darum fighten, egal wie es um uns steht, dass wir nicht aufgeben. Wir haben noch 2 Spiele in Hinterhand, ja, mit denen wir auch noch aufholen können und dass wir auch einen Weg heute gesehen haben, wie wir so Spiele bestreiten können, dass nicht alles perfekt sein muss, dass vielleicht auch mal was entgleitet, aber man sich das wiederholen kann. Und deswegen ist das, glaube ich, für den Rest der Saison für uns heute wirklich so ein Schlüsselmoment gewesen. Die Dresdner Kollegen haben auch einige Fragen eingereicht. Simon Christoffersen, Mackinock bleibt das Thema. Jens Maßlich, dpa. Sie haben Ihr Wechselkontingent nicht komplett genutzt. Mackinock schien mit Blick von außen bereits auf dem Zahnfleisch zu gehen. Letztlich alles richtig gemacht, Trainer. Ja, ich habe wirklich überlegt. Ich habe ab der 75. überlegt, zu wechseln nochmal. Wir hätten aber einen Dreierwechsel machen müssen. Oder halt einzeln nur noch einen. Und wir haben immer das Gefühl, bei defensiven Standardsituationen ist er einfach eine Bank. Er ist einfach derjenige, der, wir haben heute viele Ecken zugelassen, der dann am kurzen Pfosten alles wegknallt. Und dass er dann auch noch gefährlich ist bis zum Schluss, hat er heute bewiesen. Von daher kann man zumindest im Nachhinein sagen, alles richtig gemacht. Wir bleiben bei Jens Maßlich und der Deutschen Presseagentur. Muss sich die Mannschaft trotz des Sieges den Vorwurf gefallen lassen, sich nach der Führung zu sehr zurückgezogen zu haben? Nee, überhaupt nicht. Das ist alles bla bla. Ich kann das auch nicht mehr hören. Man hat gesehen, dass wir Probleme haben, dass wir wirklich kämpfen, dass die Jungs wirklich ihre Zeit brauchen nach den Aktionen. Ich glaube, dass wir einfach damit leben müssen, dass wir einen Rhythmus finden müssen. Der Ballbesitz war nicht mehr gut, wir haben 1-2 leichte Bälle verloren, aber wir sind immer noch nicht auf der Höhe, wo die anderen sind. Das sieht man auch ganz deutlich und deswegen passieren so Sachen und da muss man jetzt einfach auch feststellen, dass es so ist. Und da mache ich der Mannschaft auch keinen Vorwurf. Wir kämpfen drum, wir werden besser mit jedem Spiel und die Mannschaft wird fitter, aber es wird zu solchen Momenten kommen. Entscheidend ist, dass du wieder aufstehst, dass du wiederkommst. Und das haben wir heute gezeigt. Daniel Klein, Sächsische Zeitung. Wie wichtig war der Sieg nicht nur für die Tabelle, sondern auch für die Psyche deiner Mannschaft? Ja, total wichtig. Ich sage ja, das kann so ein Schlüsselmoment sein, wo du siehst, wie man so Spiele bestreitet, dass es nicht darauf ankommt, auf Haltungsnoten, dass es nicht darauf ankommt, ob du den besseren Ballbesitz hast, weil das können wir gerade nicht leisten. Wir sind gerade nicht in der Lage, in allen Spielphasen, in jeder Situation umzuschalten und voll da zu sein. Und das heißt, dass man diesen Rhythmus, damit umzugehen, besser finden muss. Und das gelingt uns immer besser. Wir haben heute auch noch gezeigt, dass wir taktisch flexibel sind. Wir konnten umstellen. Die Mannschaft hat das gut angenommen, in der Halbzeit gut umgesetzt. Und das ist genau das, was wir jetzt auch in den letzten Spielen brauchen. Kevin Ehlers stand nach Verletzung erstmals seit Dezember wieder in der Startelf. Wie haben Sie seinen Auftritt gesehen, fragt Jens Maßlich. Ja, Ehlers ist ein zuverlässiger Junge, hat natürlich heute einen dicken Bock gemacht. Aber auch da haben wir heute gelernt, dass man das gemeinsam wieder ausgleichen kann. Wir brauchen jeden Spieler, er ist jung, er lernt, was Druck ist und das macht er gut.
Ja, er ist noch A-Jugendspieler, dafür ist er einfach ein Riesentalent, ein Riesenjunge, dem man auch zugestehen muss, so ein Ding, so einen Bockball drin zu haben. Er wird daraus lernen und wird auch daraus gestärkt hervorzugehen. Er war natürlich heilfroh heute am Ende, dass das Ding gut ausgegangen ist. Patrick Schmidt wird am Dienstag fehlen im nächsten Spiel. Wie sehr schmerzt sein Ausfall durch den Platzverweis kurz vor Schluss? Ja, Schmidt war natürlich sensationell, dass das zweite Tor, diese Flanke, dass er hat schon mehrere Tore von dieser Position gemacht, wenn wir da reinflanken, das wird uns natürlich fehlen. Er hat eine enorme Qualität und eine enorme Kämpferqualität. Umso fitter wird er drei Tage später sein, wenn wir wieder spielen. Die Frage kam wiederum von Jens Maßlich, die nächste von Thomas Nachendorf, Dresdner Morgenpost. Herr Kauzinski, Glückwunsch zum Sieg. Welche Worte haben Sie in der Pause gefunden, beziehungsweise wie haben Sie Ihr Team zu dieser Leistung gekitzelt? Na, wir haben erstmal was taktische Änderung, die uns geholfen hat. Wir haben im Team darüber gesprochen. Wir hätten außen höher hochschieben können. Das bedeutet aber wieder Räume aufzumachen. Und die Mannschaft hat schon in der Vergangenheit mal Dreierkette gespielt. Das ist lange her. Fühlt sich nicht jeder drin wohl. Deswegen haben wir es offen besprochen und sind dann dazu gekommen, das auch zu machen. Und dieses Gefühl, naja, wenn du drei so dicke Chancen gegen dich hast und es passiert kein Tor, dann kann dir nichts passieren. Und genau das Gefühl hatten wir alle beim Rausgehen, dass dir heute nichts passieren kann. Wie ist die Phase zwischen der 15. und 40. Minute zu erklären? War es die Angst vor der eigenen Courage, fragt Thomas Nachendorf. Nein, war es nicht. Es sind dann einfach so Dinge, die zusammenkommen, leichter Fehler. Dann eine Mannschaft, die einen Gegner, der sehr stark Druck gemacht hat, der uns vor taktische Probleme am Flügel gestellt hat, wo wir auch im Sturm nicht so angelaufen sind und das Spiel nicht so unterbrechen konnten, wie wir wollten. Dann hat man da den Rhythmus gemerkt, dann haben wir schon gepumpt im Mittelfeld und konnten die Löcher nicht so schließen. Da haben wir dann einfach auch im Ballbesitz schlecht gespielt, viele leichte Bälle im Ballbesitz verloren und dann rennst du hinterher und dann hast du immer das Gefühl, du rennst hinterher. Dieser Rhythmus, dieses Gefühl, wieder das Spiel zu kontrollieren, das musst du dir holen. Da ist ein bisschen was kaputt gegangen, ein bisschen was zusammengefallen, aber wir sind wiedergekommen. Tim Schlegel, Bild Dresden, Glückwunsch zum Sieg. Der kann aber nicht über die eklatante Abwehrschwäche hinwegtäuschen. Wie erklären Sie sich, dass die Verteidiger den Wiesbadenern solche Räume geboten haben, obwohl sie nach der Pause sogar auf eine Fünferkette umgestellt haben? Ja, da sage ich gar nichts mehr zu. Also es ist ja kein Taktikblock. Wir haben danach viel, viel besser gestanden. Wir haben die Räume viel besser kontrolliert. Wir haben weniger Chancen zugelassen. Eine Mannschaft, die sehr viel Tempo geht, die topfit ist. Wir haben mit unseren Mitteln, mit dem, was wir gerade können, das Optimale rausgeholt. Jeder glaubt, da ist jetzt mehr oder man klatscht zweimal in die Hände und macht ein bisschen Feenstaub drüber und dann ist alles weg. Der täuscht sich. Ich kann das nicht mehr hören. Also die Mannschaft hat sensationell gekämpft, hat alles rausgehauen. Wir gehen schon müde in das Spiel, kriegen die Jungs gerade so fit und müssen uns dann fragen lassen, oh, warum sind die anderen fitter? Die Mannschaft hat das richtig, richtig gut gemacht. Wir haben uns dagegen gestemmt. Es wird immer wieder Dinge kommen, die nicht perfekt sind. Entscheidend ist der Glaube und das Wissen, dass wir mit unseren Mitteln am Ende trotzdem Spiel gewinnen können. Werden Sie mit Blick auf Dienstag an der Rotation festhalten, fragt Daniel Klein von der Sächsischen Zeitung. Ich weiß noch nicht, wie das Spiel, wie die Personalsituation ist. Schmidi wird fehlen. Wir haben unheimlich wenig Zeit, diese Tritte und Schläge, Blutergüsse, das haben wir schon im ersten Spiel gemerkt, auszukurieren. Wir nehmen die Blutwerte, wir sehen, wie fit die Spieler sind und dann entscheide ich erst am Tag des Spiels, wer ist überhaupt in der Lage zu spielen, wer ist erholt, um überhaupt 100% gehen zu können. Von daher denke ich heute noch nicht an das, was in drei Tagen ist, sondern ich denke nur morgen pflegen, ernähren, schlafen und dann hangeln wir uns von Tag zu Tag. Patrick Franz von der Bild Dresden fragt, am Spielfeldrand gab es einige Wortwechsel mit Rüdiger Rehm, der übrigens hier noch im Raum ist, wie auch Herr Hock. Die Verantwortlichen von Wiesbaden hören zu. Zeigt das, wie wichtig der Sieg heute war? Ja, es ist ja normal, emotional. Ich glaube, wir kennen uns lange und schätzen uns. Von daher ist es normal, dass jeder für seine Farben kämpft und sind ja auch manchmal fachlich und sachliche Diskussionen, ist ja nicht nur emotional, ist alles dabei. Lukas Böhme, Kicker, Glückwunsch zum Sieg. Mit Fürth wartet am Dienstag ein Gegner, der in den letzten 5 Partien nicht gewinnen konnte. Welche Stärke sehen Sie dennoch bei dem kommenden Kontrahenten? Mit welchen Mitteln wollen Sie den Fürthern wehtun? Ja, ich denke jetzt nicht an Fürth. Wir haben alle Kraft hier reingelegt. Wir haben jetzt morgen die Zeit. Mein Team um mich herum arbeitet schon in der Analyse, wen aufzuarbeiten, was war gut, was war schlecht. Dann gehen wir direkt zu Greuther Fürth über. Meine
Greuther Fürth ist jetzt hier heute überhaupt kein Thema, da haben wir eine eigene PK für. Zwei Fragen noch, wie ärgerlich ist die Sperre von Patrick Schmidt für das Fürth-Spiel? Patrick Franz, Bild Dresden. Ja, natürlich ist das ärgerlich. Habe ich ja gerade schon gesagt, dass er enorme Qualität hat. Unser Torjäger ist mit Simon zusammen. Ich glaube, er war sein fünftes Tor, wenn man Darmstadt noch dazu zählt, dass man was abgepfiffen wurde, obwohl es ein war. Hat er, glaube ich, 6 Tore jetzt erzielt, seitdem er bei uns ist. Sensationell, was er für uns leistet. Er fehlt uns, ist 3 Tage später umso fitter. Jochen Leimert, Dresdner Neueste Nachrichten mit der letzten Frage. Was haben Sie zu Kevin Ehlers gesagt, als er zur Halbzeit in die Kabine kam? Und wie bewerten Sie seine Reaktion auf dem Platz? Ich habe gesagt, scheißegal, geht immer weiter, wird nicht sein letzter Fehler sein in seinem Leben. Lernt man draus, an welcher Stelle man was macht. Er ist ein junger Kerl, hat ein gutes Spiel gemacht, in so einer Drucksituation da zu stehen, in dem Alter, dann wieder reinzukommen, reinzufinden, ziehe ich absolut den Hut vor. Riesenkerl. Danke, Markus. Vielen Dank an die Kollegen für die Fragen. Tschüss.